let it slip together. Und du bist still, kein Wort, und zu viel, doch da ist etwas, du kannst es selbst kaum hören. Yeah. Es ruft und klingt wie ein weit entferntes Tier, was dich traurig macht und glücklich, da spielt sein Lied in dir. Und du spürst, es ist tief in dir. Lass es singen und lass es klingen. Come on. Mach die Musik so laut du kannst. Mach alle Knöpfe auf und tanz. Und dann sing dazu und dreh dich durch den Regen. Mach die Musik so laut du kannst, lass es nur raus, voll und ganz. Mach die Augen zu und tanz der Welt entgegen. Komm und spiel das Lied in dir. Und dieses Herz in dir, das schlägt. Ob sie zurückkommt für einen Tag oder nie. Yeah. Nur was du jetzt noch hörst, das ist deine Melodie. Dreh sie voll auf, einfach so wie die Lieder aus dem Radio. Mach die Musik so laut du kannst. Mach alle Knöpfe auf und tanz. Und dann sing dazu und dreh dich durch den Regen. Mach die Musik so laut du kannst. Lass es nur raus, voll und ganz. Mach die Augen zu und tanz der Welt entgegen. Und du spürst, es ist tief in dir drin. Und das Leben, es rauscht dahin. Und du spürst, wie's an dir zieht. Lass es singen und lass es klingen. Mach die Musik so laut du kannst. Mach alle Knöpfe auf und tanz. Und dann sing dazu und dreh dich durch den Regen. Come on. Mach die Musik so laut du kannst. Lass es nur raus, voll und ganz. Mach die Augen zu und tanz der Welt entgegen. Everybody. Mach die Musik so laut du kannst. Mach alle Knöpfe auf und tanz. Und dann sing dazu und dreh dich durch den Regen. Komm und spiel das Lied in dir, wo auch immer ihr gerade seid, da draußen in dem Stream. Dankeschön. Dankeschön und willkommen hier zu diesem Stream-Konzert aus Syrings Production aus der City in Hamburg, aus der City Nord, so ist es nämlich, aus der City Nord im Mexiko Ring 33. Herrlich, ich freue mich auf euch. Da sind eine Menge Leute gekommen, habt ihr schon gesehen. Ne? Ja. Come on, Bill. Allem Anschein nach bist du's. Wegen dir ist nichts mehr, wie's mal war. Allem Anschein nach bist du's. Du machst alles so konfus. War doch mal so ein schönes Paar. Man hat dich neulich Nacht gesehen.
Ich hörte, du warst nicht allein. Ein Anschein auf mein Zuhause. Warum lässt du dich bloß so gehen? Ich kann dich wirklich nicht verstehen. Du musst ja wissen, was du tust. Und dafür wirst du gerade stehen. Ein Anschein, da bist du's. Mir bleibt nichts als diese Dus. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Baby, baby, du. Du musst ja wissen, was du tust. Dafür wirst du gerade stehen. Ein Anschein, da bist du's. Mir bleibt nichts als diese Blues. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank euch allen da draußen. Mein Gott, es ist voll geworden. Hier auf dem Monitor kann man es ganz gut sehen. Rolf ist da, Joja ist da, klasse. Sogar Zuschauer aus Sylt sind da, aus List oben, Maren, Jürgen. Hallo Maren, Jürgen und hallo Heidi. Das ist toll, sehr schön. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich möchte euch einmal ganz kurz dieses ganze herrliche Orchester vorstellen. Erst einmal den Herrn hier an dem wunderbaren Steinway D-Flügel. Das ist kein geringer als Tobi Neumann. Und dann das Maurice-Quartett, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben hier an der ersten Geige Mona Borger. Dann kommt Anna Behrens und Sascha Sevcevka. Ist das richtig ausgesprochen? Es ist schwer, ich muss einen Wochenendkurs nehmen. Und hier haben wir am Cello Hagen Kuhr. Hagen Kuhr. Oh well. Es ist schön, dass ihr auf so viel verzichtet hier heute Abend. Immerhin spielt heute die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien. Der Stand ist 0-0. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es noch gar nicht angefangen hat, das Spiel. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, we're gonna love song sing. And I ask you, ladies and gentlemen, brothers and sisters, yeah. Are you ready for a love song? Say yeah. If you're ready for a love song, say yeah. Are you ready for a love song? Say yeah. Say yeah. Also ihr seid bereit für einen Love-Song, das ist gut. Wir haben eine schöne friesische Stimmung hier erzeugt und wollen diesen Love-Song aufspielen. Alright? Alright, alright, a Love-Song.
ist es her, dass ich bei dir war. Scheint mir, als wär's ne Ewigkeit. Du spielst mit Träumen hier am Strand. Nimmst mich fest an deine Hand und machst mir den Blick frei. Unendlich weit, weiter als der Horizont, unfassbar reich. Oh, unglaublich schön, du bist dunkel und auch blond, deshalb muss ich immer wieder her. Zu dir, mein Herr. Zu dir, mein Herr. Oh. Du kennst alle Sprachen und jeden Kontinent. Du bleibst dein eigenes Gesetz. Du bist erbarmungslos und echt und rückst mit deiner Art in mir die Welt zurecht. Und sag mal klar, du machst ein Handel mit dem Mund unheimlich wild. Oh, unfassbar reich, weil so viel Leben in deshalb zieht's mich immer wieder her, zu dir, mein Herr. Zu dir, mein Herr. Und du erzählst und singst und rufst und schimpfst und stampfst und schreist. Oh, yeah. Unendlich weit, weiter als der Horizont, unfassbar. Dunkel und auch blond, deshalb muss ich immer wieder her, zu dir, mein Herr, zu dir, mein Herr, oh, zu mir. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Thomas, könntest du mir ein Handtuch besorgen? Das wäre eine tolle Sache, bevor du jetzt rausgehst. Dankeschön. Mein Gott, was für ein Abend hier. Ach, da haben Sie noch mehr dazu geschaltet. Es werden immer mehr. Das ist ja fantastisch. Das ist Ina Müller. Hallo Ina. Schön, dass du da bist. Toll. Oh. Als ich ein kleiner Butsche war, ich mochte vielleicht 2-3 Jahre alt gewesen sein, da lugte ich durch meine Gitterstäbe hindurch von meinem Laufgitter. Ja. Ja, ich bin in einem Laufgitter großgezogen worden. Ich bin sicher, viele von euch werden auch so großgezogen worden sein. Und als ich so durch meine Gitterstäbe lugte, da sah ich meine Mutter in der Küche stehen, wie sie etwas briet. Oder bug. Oder wusch. Und während sie da so stand und briet und bug und wusch, da hörte ich eine Melodie aus dem Radiogerät. Es war der NDR, der es sendete. Und ich hörte eine Melodie von Billy Paul. Ich mochte vielleicht 2-3 Jahre alt gewesen sein, aber ich war ein ungeheuer aufgeweckter kleiner Junge. Damals dachte ich bei mir, wenn ich einmal groß bin und graue Haare habe, auch im Nasen- und Ohrenbereich, dann möchte ich diesen Song gerne singen. Und dieser Wunsch geht hier und heute in diesem herrlichen Syrings Production Studio bei diesem Stream-Konzert in Erfüllung. Ich dreh durch. Oh, Billy Paul, come on, Billy, baby.
sie lässt mich nicht los. Und es ist nicht okay, was wir tun. Aber es ist schon viel zu groß, um noch aufzuhören. Was machen wir jetzt bloß? Wir sehen uns heimlich jeden Tag irgendwo eine knappe Stunde nur für uns allein. Wir wissen beide von dem hohen Risiko, aber trotzdem müssen diese Küsse sein. Sie lässt mich nicht mehr los. Sie lässt mich nicht mehr los. Lässt mich nicht mehr los. Und es ist nicht okay, was wir tun. Aber es ist schon viel zu gut. Es ist schon viel zu groß, um noch aufzuhören. Was machen wir jetzt bloß? Was machen wir jetzt bloß? Ich frag mich, wie ich manches Wochenende übersteh. Mit all den Lügen weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin ein Fremder, wenn ich nach Hause geh. Denn alles, alles zieht mich zu ihr. Sie lässt mich nicht mehr los. Sie lässt mich nicht mehr los. Lässt mich nicht mehr los. Und es ist nicht okay, was wir tun. Aber es ist schon viel zu groß. Es ist schon viel zu groß, um noch aufzuhören. Was machen wir jetzt bloß? Was machen wir jetzt bloß? Ich hab mir so oft geschworen, sie besser nicht mehr zu sehen. Aber es tut so weh, es tut so weh, tief in drin. Wir sollten jetzt zahlend nach Hause gehen. Aber morgen fangen sie mit zur gleichen Zeit im selben Café. Sie lässt mich nicht mehr los. Sie lässt mich nicht mehr los. Sie lässt mich nicht mehr los. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein. Einen kleinen Kopf bewahren. Einen kleinen Kopf bewahren. Ich will dich wiedersehen. Ich will dich wiedersehen und einfach nochmal über alles reden. Einfach nochmal über alles reden. Zur gleichen Zeit, im selben Café, denn es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Und wir wissen, dass es bald alle wissen. Und wir wissen, dass es falsch war. Es war nicht okay. Es war nicht okay. Es war nicht okay. Aber es tut so gut. Und es tut so weh. Es tut so gut, und es tut so weh, und es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Und es tut so gut, und es tut so weh, und es tut so gut, und es tut so weh. Es ist nicht okay. Aber es tut so gut, es tut so gut.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir waren am Anfang dieser Zeit, waren wir schon ziemlich geplättet. Und es vergingen so 2, 3 Wochen, bis wir uns sagten, ey, komm, lass uns die Zeit nutzen und neue Sachen machen. Wir haben neue Songs gemacht, arbeiten an 2 Lesungen gleich. Eine ist für Wolfgang Borchert im Frühjahr im St. Pauli Theater. Und von der anderen darf ich noch nichts verraten. Dann ist ein neues Musical im Gespräch und eben neue Songs. Und dies ist einer davon, der heißt Sommer in the City. Und wir wollen das gemeinsam singen. Und ich weiß, ihr seid drauf, ich habe euch vorhin schon gehört und es hört sich gut an. Ein guter Chor. Es ist auch ganz einfach, was ihr zu singen habt. Sommer in the City. Und dann singt ihr Sommer in the City. Also nochmal. Sommer in the City. Sommer in the City. Dann noch einmal. Sommer in the City. Sommer in the City. Das sitzt, das ist gut. Vom Feeling her habe ich ein sehr gutes Gefühl. Und da gibt es auch so kleine Stellen wie zum Beispiel Applaus für diesen geilen Himmel. Also, da müsst ihr natürlich applaudieren. Das ist dafür vollkommen klar. So wie jetzt zum Beispiel Applaus für diesen geilen Himmel. Es gibt noch eine zweite Stelle. Es gibt noch eine zweite Stelle, die heißt folgendermaßen. Applaus für diese geilen Blüten. Herrlich, das sitzt doch. Wunderbar. Ich glaube, da können wir auch anfangen. Du Sommer in the City, ladies and gentlemen. Applaus für diesen geilen Himmel. Gedanken ranken in das Blau. Auf der Straße tanzen Hitzeflimmel. Die Sonne bimmelt alle aus dem Bau. Dein Anruf war der Hauptgewinn. Nach dem Schauer riecht die Stadt so gut. Du hast schon recht, wir kriegen es hin. Liebe ist absolut. Oh, es ist Sommer in der City. Sommer in der City. Und ich sagte, komm mal rüber zu dem. Applaus für diese geilen Blüten. Für die Drinks soll ich noch Eis in Tüten. Yeah. Du sagst, du kämst so gegen 8. Vom Schwimmbad hört man Kinder schreien. Arschbomben fliegen in das Nass. Die Seele fühlt sich wohl im Freien. Hinter Hecken riecht's nach Gras. Oh, es ist Sommer in der City. Sommer in the City. Und du sagst, ich komm an, rüber zu dir. Ah, one more time. Oh, Sommer in the City. Sommer in the City. Und du sagst, ich komm an, rüber zu dir. Was wär die Welt denn ohne Duft und Gelassenheit? Ohne Küsse und am leuchtenden Blätterdach. Die süße Leichtigkeit ist wieder da. Sommer in the City. Und du sagst, ich komm an, rüber zu dir. Ah, Sommer in the City. Sommer in the City. Und du sagst, ich komm an, rüber zu dir. Ah, Sommer.
Das Ding! Herrlich! Das ist das Bruce-Quartett und das ist Tobi Neumann hier am Steinbildflügel. Dankeschön, Dankeschön euch allen. Ah, der Bürgermeister hat sich sogar auch mit eingeschaltet. Guten Abend, Herr Tschentscher. Wir wollen einen Song singen, der eigentlich am Anfang noch kein Song war, sondern nur ein Stück Papier irgendwo aufgeschrieben in einem Schreibtisch in Hamburg-Wellingsbüttel. Und in dieses Zimmer in Hamburg-Wellingsbüttel ging eine junge Dame, Nikola Tütschewitsch, das ist die Enkelin von Heinz Erhardt. Und sie nahm einen ganzen Stoß mit Manuskripten von ihm und brachte sie zu uns. Und wir sahen diese ganzen Manuskripte durch und waren erstaunt und sehr erfreut über auch die Variationsreichtum von Heinz Erhardt. Und das war ganz großartig. Wir haben einen rausgepickt, der heißt Der einsame Abend. Und das wollen wir euch jetzt vorspielen. Heinz Erhardt. Einsam irr ich durch die Gassen, durch den Regen und durch die Nacht. Warum, warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach und das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Eitern lauf ich durch den Regen und ganz feucht ist mein Gesicht. Nicht allein des Regens wegen, nein, deshalb allein nicht. Wo bleibt der Tod im schwarzen Kleide? Wo bleibt der Tod und tötet mich? Oder besser noch, uns beide. Oder noch viel besser, erstmal dich. Durch den Regen und durch die Nacht. Warum, warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Dankeschön für diesen warmen Applaus, für dieses herrliche Manuskript von Heinz Erhardt, worauf wir eine Musik machen durften, Tobi und Icke. Das war eine sehr fruchtbare Arbeit und wir freuen uns auf weitere fruchtbare Arbeiten mit der guten Nikola Tütschewitsch.
die einige Programme vorhat. Und ich hoffe inständig, dass sie auch Wirklichkeit werden würden könnten. Nämlich ein herrlicher Heinz-Erhardt-Abend. Wir kommen zu einer Berufsgruppe, die vollkommen vernachlässigt wurde. Es ist die Berufsgruppe der Hebammen. Und ich möchte eine Lanze für diese Gruppe brechen, denn es ist ein unheimlich wichtiger Beruf, der es uns ermöglicht, in einem so reichen Land wie Deutschland es eben auch ist, natürliche Geburten zu haben und nicht nur Kaiserschnitte auf Datum und Uhrzeit festgelegt. Es ist eine Bereicherung und das gilt es zu erhalten. Und ich hoffe, dieser Berufsgruppe wird ordentlich Unterstützung zuteil. Und für Sie, diesen Herrschaften und diesen Damen, ist dieser Song gewidmet. Wundervolles Wunder. In einer Nacht im Februar standst du auf einmal barfuß da und du hieltst mit beiden Händen deinen riesigen Bauch und du sagtest zu mir, ich glaub, es geht los. Nun ging es los im Sauseschritt. Wir nahmen noch dies und jenes mit. Dann in der Klinik wurde es hell. Erst schien es ewig und dann ging es schnell. Und wenig später lag ein kleiner Mensch auf meiner Brust. Was für ein wundervolles Wunder, am helllichten Tag ist es geschehen. Die Augen wurden immer runder und die Zeit bleibt ein Verstehen. Es war da und es war wunderschön. Ja, die Pyramiden von Gizeh und in Istanbul die Moschee, das Kolosseum in Rom und auf der Kölner Dom, alles gut und schön. Nur gegen das, was ich sah an jenem Tag im Februar, was für ein wundervolles Wunder, am helllichten Tag ist es geschehen. Die Augen wurden immer runder und die Zeit blieb einfach stehen. Es war da und es war wunderschön. Und wenn wir im Frühling durch den Stadtpark gehen und wir bleiben nur kurz zwischen all den Knospen stehen, da kann man's fast hören von jedem Baum und jedem Strauch. Alles schiebt und drückt und ruft, ich will auch. Was für wundervolle Wunder, am helllichten Tag kann man sie sehen. Die Augen werden immer runder und die Zeit bleibt einfach stehen. Sie sind da, sie sind da. Sie sind wunderschön.
Dankeschön. Dankeschön. Sogar spitze Schrei, habt ihr gehört? Herrlich. Mein Gott, das wird ja immer voller. Kennst du die? Vorne, erste Reihe, mit dem blauen Pulli? Das ist doch Biene, oder so? Hey! Biene, natürlich. Hey, Biene. Cool. Ist ja cool. Sehr gut. Ach, toll. Sehr schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und mir ist gerade ein Zettel zugeschoben worden. Kerstin Handke hat 115 Euro gespendet. Kerstin, das ist doch ein Hammer, ist das doch. Sehr schön, vielen Dank. Wir wissen ja, das ist ja ein freies Streaming hier bei Syrings Production, Hamburg streamt. Und es kostet keinen Eintritt, aber fühlt euch frei. Wenn ihr die Taschen richtig voll habt, dann langt ordentlich rein. Es muss nicht unbedingt klötern. Es langt, wenn es ordentlich raschelt. Da stehen wir drauf. Das ist schon eine tolle Sache. Das ganze Orchester wird sich freuen. Nun, Themawechsel. Wir haben mit Schrecken wieder feststellen müssen, dass wieder ein Schwarzer in Amerika erschossen wurde von der Polizei. Und deshalb sind unsere Gedanken bei den Menschen dort drüben, die nicht aufhören zu rufen, Black Lives Matter. Und dieses Wort Black Lives Matter, das zählt nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa und ganz speziell auch in Deutschland. Auch hier sagen wir ja zu denen, die voller Empathie und voller Solidarität sind mit Menschen, die einfach benachteiligt werden. Und wir sagen ja zu denen, die sich einsetzen für die Ehrenamtlichen in diesem Land, ohne die wahrscheinlich schon vieles den Bach richtig runtergegangen wäre. Dankeschön euch allen. Und wir sagen nein zu den Menschen, die in diesem Land Hass und Hetze verbreiten, die Menschen aufwiegeln und diese Gesellschaft entzweien wollen. Wir haben gesehen, was es bedeutet, erst einen Gedanken, dann ein Wort und dann die Tat zu haben, wie im Falle Lübcke, der erschossen wurde auf seiner Terrasse. Wir sagen nein zu diesen Menschen, die der Meinung sind, dass die Zeit zwischen 33 und 45 nur ein Fliegenschiss in der Geschichte wäre. Und wir sagen ja zu denen, die für Vielfalt und die für Demokratie stehen. Das ist ganz wichtig. Und das ist in der Tat, da hat die Kanzlerin mal recht, das ist alternativlos. Dieses System, für das gekämpft und dafür gestorben wurde, das ist alternativlos. Und wenn es um politische oder religiöse Fanatismen geht, dann habe ich einen Satz, den ich mal gehört habe im Hamburger Hafen. Ein Bursche, der mit mir zusammengearbeitet hat, hat diesen Satz immer gesagt. Bei politischen oder religiösen Fanatismen. Der sagte immer, mach mal wie du meinst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, ne? Da kommen wir schon ganz prima miteinander längst. Und ich habe dieses Wort der Kanzlerin geschickt und ich bin ganz gespannt, wann endlich diese Antwort kommt. Ich habe es ja schon öfters erzählt. Nun, und wir haben ein kleines Rezept daraus gemacht. Und bei uns heißt es, eine Handvoll Liebe. Ladies and Gentlemen, Brothers and Sisters, you are ready for a Handvoll Liebe? You ready? Okay, come on. Güler ist 19 und singt heimlich in der Band. Sie träumt von Musik und ist ein Wahnsinnstalent. Wie soll das gehen? Denn ihre Familie kann das nicht verstehen. Der größte Traum von Juri, dessen Vater Boxer war, ist Tänzer zu werden in der Metropolitan Opera. Wie soll das gehen? Denn für seinen Vater ist das ein Riesenproblem. Wie kriegt man das hin mit 10 Geboten und der Scharia, wenn man so verknallt ist wie Paul und Alea? Man nehme eine Hand voll Liebe, zwei Becher randvoll mit Respekt, drei gehäufte Löffel Toleranz und mit Geduld wird abgeschmeckt. Ihn
jeder in seinem Nationaltrikot. Fußball ist sein Leben und es war schon immer so. Doch unter Adlern seiner Brust gibt's ein Geheimnis. Niemand hat's gewusst. Ist er im Stadion für alle noch cool, wenn wir erfahren, er ist schwul? Man nehme eine Hand voll Liebe, zwei Becher randvoll mit Respekt, drei gehäufte Löffel Toleranz und mit Geduld wird's abgeschmeckt. Wohin wir auch sehen, so viel verschiedene Ideen, so viele Wurzeln, aus denen sie entstehen. Wie soll das gehen? Man nehme eine Hand voll Liebe, zwei Becher randvoll mit Respekt, drei gehäufte Löffel Toleranz und mit Geduld wird's abgeschmeckt. Oh, oh, yeah. Ein halben Liter Demut, eine Messerspitze feinsten Humor, gut gemixt, in großen Gläsern serviert und es wird wie nie zuvor. Yeah. Was? Kein Applaus? Was ist das denn? Tobi. Ja. Ah, Dankeschön. Dankeschön. Das ist doch wunderbar. Heute, weil das heute so schön geregnet hat, müssen wir mal ganz kurz umbauen hier. Weil das so schön geregnet hat, werden wir jetzt auch das Regenlied spielen. Regenlied. Das Regenlied ist vor ungefähr 20 Jahren entstanden und es ist immer wieder eine ganz besondere Freude, diesen Song zu spielen, und zwar mit diesem herrlichen Orchester. Das ist das Maurice Quartett und hier ist Tobi Neumann. Regensong. So, Vorbereitung abgeschlossen. Es schon und neben mir, da schläft ganz fest das Telefon. Kein frisches Hemd, mir fehlt ein Schuh und nur die Heizung hustet heiser ab und zu. Und der Regen fällt vor meinem Fenster in die Welt. Ich öffne die Tür. Und egal, wo du auch gehst und stehst, du bist bei mir. Die Tropfen in der Regen, die klopfen voller Freude vor sich hin. Im Garten liegt auf feuchtem Glanz das von dir geküsste Glanz. Und der Regen fällt
vor meinem Fenster in die Welt. Ich öffne die Tür und egal wo du auch gehst und stehst, du bist bei mir. Bei mir sowieso. Und wenn du gehst, sag nicht Ade, denn du bist da, wo auch immer ich steh. Und da rede ich vor mein Fenster in die Welt. Ich öffne die Tür und egal, in die Welt. Ich öffne und egal. Das ist doch was. Mein Gott, es werden immer mehr. Wie viele Tausend mögen das jetzt schon sein? Herrlich. Ja, ich hatte neulich einen Traum. Ja, und zwar, nein, ist das wahr? Frau Merkel ist auch gekommen. Hallo Frau Merkel, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind, das ist toll. Wissen Sie, Frau Merkel, ich hatte neulich einen, ich kann jetzt ja mal als Barmbeker, kann ich endlich einmal Kontakt zu meiner Kanzlerin aufnehmen, die ja übrigens auch in diesem Stadtteil Barmbek in Hamburg geboren ist. Also, ich hatte einen ganz ulkigen Traum neulich. Ich habe geträumt, dass Sie mich angerufen haben. Ich habe erst gedacht, woher hat die denn überhaupt meine Nummer? Aber das ist ja zweitrangig. Dann kamen wir so ins Plaudern und irgendwann fragten Sie, Frau Merkel, wie sieht es denn bei euch aus in eurer Branche, beim Entertainment-Branche? Und ich kann Ihnen nur sagen, Frau Merkel, es ist absolut beschissen, die Lage, für ganz, ganz viele Menschen. Und nicht nur für die, die auf der Bühne stehen, sondern für die Herrscher, die auch dahinter steht und die zuliefern. Für die Menschen, die Kameras halten, die das Licht machen, die Kabel schleppen und so weiter. Für Veranstalter, Kinos, Theater und Konzertsäle sind geschlossen. Konzerte werden verschoben, bei den Freien übrigens gesehen.
Während in anderen Branchen seit Anfang März schon, da gab es einen Herrn Ackermann von der Deutschen Bank, der sagte, Mensch, man müsste sich aber jetzt auch mal um die Banken kümmern, nicht? Das wurde wahrscheinlich auch alles getan. Da kam die Automobilindustrie, dann kam die Lufthansa und dann kam die ganze Tourismusbranche, alles systemrelevante Unternehmen. Und wir haben festgestellt, dass in dieser Branche verdammt wenig geschehen ist. Verdammt wenig. Und das ist nicht gut. Wenn wir bedenken, dass die Kunst und Kultur der Mörtel oder wie Mio das so schön gesagt hat, der Klebstoff ist oder der Mörtel eben, der Mörtel, Frau Merkel, Mörtel. Wenn wir das bedenken, der alles zusammenhält, der das alles mit zusammenhält, dann wird es eine Katastrophe sein, wenn dieser Mörtel anfängt zu bröckeln. Dann wird auch dieses ganze schöne Haus zusammenbrechen. Und deswegen helfen Sie uns, Frau Merkel. Helfen Sie uns. Und zwar mit Geld. Ganz einfach eigentlich. Ne? Nun, wir machen einen kleinen Themenwechsel, nachdem wir Frau Merkel begrüßt haben. Und zwar möchten wir einen Song spielen, der ist im Original von den Temptations. Und der heißt Papa was a Rolling Stone im Original. Und wir haben uns ein wenig an Van Morrison angelehnt und wollen ihn hier einmal zu Gehör bringen. You ready? Okay. Es war der 9. November, da hat sich alles verändert, ja so war's. Und das war der Tag, als die Mauer fiel. Für ihn war's eigentlich immer ganz schön da, doch dann wurde gepackt und sie mussten weg. Er fragte, Mama, was ist los? Er sagt mir, warum? Und seine Mama sagte zu ihm, Papa will da nicht mehr wohnen. Denn wo er war, da kennt man ihn schon. Er weiß Bescheid über alles und jeden, das war seine Funktion. Ah, gerne, Papa will da nicht mehr wohnen, Menschenskinder. Denn wo er war, da kennt man ihn schon. Er weiß Bescheid über alles und jeden, das war seine Funktion. Ah, yeah. Hey Mama, was ist los? Papa hat doch immer allen geholfen und war für jeden da. Warum reden die Leute jetzt so hässlich über ihn? Ist es wirklich wahr, dass Papa über alle hier im Haus Berichte geschrieben hat? Oder reden die Leute so viel, weil sie also neidisch auf uns waren, weil es uns immer besser ging? Und seine Mama, die packte weiter ein und sagte zu ihm, Papa will da nicht mehr wohnen. Denn wo er war, da kennt man ihn schon. Er weiß Bescheid über alles und jeden, das war seine Funktion. Papa will da nicht mehr wohnen. Denn wo er war, da kennt man ihn schon. Er weiß Bescheid über alles und jeden, das war seine Funktion. Jebert, ich soll schon. Er weiß Bescheid über alles und jeden, das war seine Funktion. Ah, yeah, Papa will da nicht mehr wohnen. Der wo er war, da kennt man ihn schon. Er weiß Bescheid über alles und jeden, das war seine Funktion. Ah, Papa will da nicht mehr wohnen. Yeah, yeah. Jetzt Stadionapplaus, Stadionapplaus. Hau alles raus jetzt. Herrlich. Ah, vielen Dank. Ja, das war's auch schon für heute. Damit
sind wir vollkommen erledigt und wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Oder habt ihr noch? Wollt ihr noch einen? Noch einer? Wer hat das Buch gerufen? Warst du das, Biene? Ach, das ist meine Schwester, ist auch gekommen. Herrlich, hallo. Ja, oh yeah. Wir machen noch einen. How sweet it is, sie ist so süß. You ready? Come on! Sie ist so süß, wenn sie das Licht anschläft. Sie ist so süß, wenn sie das Licht anschläft. Oh, yeah. Vergleicht man sie mit einem Sommertag, dann wär sie eher einer von denen, an dem sie langsam ein Tornado nahm. Es wär klüger, in den Keller zu gehen. Sie besticht mit dem Stab eines Wespennests, und wenn sie dich kriegt, halt dich das Blut fest. Und der Stopp, bloß nicht zu laut sein, ich sagte Stopp, au, sonst macht sie an, yeah. Sie ist so süß, wenn sie das Licht anschlägt. Sie ist so süß, wenn sie das Licht anschlägt. Oh, yeah. Unauffällig wie ein Rudel Feuerwehr, so geduldig wie ein Rennpferd beim Start. Gegen sie und ihre Freundin war die Inquisition mehr so eine Art Kaffeefahren, yeah. Ich finde es schon gut, dieses Feuer im Blut ist auch sehr gemütlich, wenn sie mal einen Augenblick ruht. Und deshalb stopp, bloß nicht zu laut sein, ich sagte stopp, au, sonst macht sie Augen, yeah. Sie ist so süß, wenn sie da liegt am Stehen. Mm-hmm. Oh, 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 yeah, yeah. Sie ist so süß, wenn sie da liegt am Stehen. Oh, no, yeah. Woo. Schön, oh, yeah. Sie meint's nicht so, man kann ihr auch gar nicht böse sein. Aber jetzt hat sie sich bewegt, atmet besser nicht mehr ein. Oh, stopp, bloß nicht zu laut sein. Ich sagte stopp, au, sonst macht sie an, yeah. Sie ist so süß, wenn sie das Licht anstellt. Mm, yeah, ever. Sie ist so süß, wenn sie das Licht anstellt. Wenn ich sie so sehe, wie sie da liegt und schläft, und wie sie so selig in den Kissen schnurrt, auch wenn sie ist, wie sie ist, so lass sie sein, wie sie ist. Es gibt nichts Besseres, wenn sie küsst, sie gibt mir Kraft, sie gibt mir Mut und steht mir bei. Und dann gibt sie mir einen Tritt, weil ich ihn brauch, gibt sie mir einen Tritt. Sie ist schon richtig, sie ist wichtig, ah, vor allem. Sie ist so süß, wenn sie da liegt und schläft. So süß, wenn sie da liegt und schläft. Oh, yeah. Sie ist so süß, wenn sie da liegt und schläft. Woo! Sie ist so süß. Sie ist so süß, wenn sie da liegt und schläft. Oh, Mann, yeah, yeah, yeah. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Oh, herrlich. Herrlich. Wollt ihr noch einen? Wollt ihr noch einen sehen? Und hören, vor allen Dingen auch. Ich sehe gerade, wird gerade zugestellt. Ihr habt nichts verpasst. Deutschland, Spanien, 0-0. Also da passiert gar nichts, während hier die Hölle los ist. Hier sind jetzt schon über
350 Leute in das Studio reingekommen. Draußen sind auch welche. Wir haben ein großes Screen aufgebaut vor dem Studio und vor dem Syrinx Production Studio hier in der City Nord im Mexiko Ring 33. Wo, ach, hier habe ich es auch noch gesagt. Wahrscheinlich werden jetzt Tausende hierher gepilgert. Vom, naja, mein Gott. Okay, nun ist es raus. Und können wir, aber wir machen jetzt den letzten Song und dann steht das Auto auch schon mit laufendem Motor vor der Studiotür. Also ein noch, to go. Das ist Tobi Neumann.
am Steinway D-Flügel und an dem Applausometer. Und ja, jetzt ist auch mal Pfofftein. Ich bin total durchgeschwitzt, aber das soll. Ihr wollt noch einen? Oh Leute, Leute, was sollen wir jetzt mal machen? Was kann man denn? Ich möchte auf jeden Fall eins sagen. Ich möchte Danke sagen an diese wunderbare Crew, die hier sich jetzt mittlerweile versammelt hat. Vielen Dank euch allen von Syrinx Production hier. Das hat großen Spaß gemacht. Ein geiles Team. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Und euch da draußen an den Empfangsgeräten, an den Streaming-Geräten. Ich weiß, dass ihr euch ordentlich angestreamt habt heute, dass ihr euch ordentlich am Stream gerissen habt und dass ihr so geil Tickets spenden mit in den Hut geworfen habt. Vielen Dank euch allen. Wir sagen, hoffentlich ist dieser Spuk bald vorbei und wir wünschen euch alles Gute. Achtet auf die Anzeigen, die bei Facebook und bei Instagram von uns geschaltet werden. Also, da kommen immer interessante Sachen, tolle Bilder. Neulich war ein Nacktbild von Tobi sogar dabei. Und da werden auch kleine Anzeigen geschaltet, zum Beispiel getragene Unterwäsche von Herrn Gwildis. Also wer da auf sowas steht, also ich selber, naja, gut, das ist eine andere Sache jetzt auch. Ne? Also wir sollen Dankeschön sagen bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal, hoffentlich dann live. Okay. Nice. Du bist so wundervoll. Zu mir. Du bist so. Wie deine Liebe leuchtet, so finde ich heim zu dir. Du Ja, habt ihr fein gemacht. Sehr, sehr schön. Ja. Wunderbar. Danke.
Ganz großes Kino. Ja? Was, oder? Thomas? Ja. So, schöne Bilder. Ja, die Bilder waren doch ein Traum.